Kräfte nähern sich. Und ihr glücklichen Bastarde, hört, wouldn't you know it? Hey, sehen Sie sich das an. Heißt das, dass ihr echt glückliche Bastarde seid? Ihr habt anscheinend in der Genlotterie gewonnen und könnt euch das grüne Geld nicht erfahren. Agent, Agent. Ich würde sagen, es ist toll, Sie zu treffen, aber ist es das? Ich meine, hier geht's ums Überleben und da ist es völlig irrelevant. Ich will nur sagen, dass es wirklich nützlich ist, Sie getroffen zu haben, weil etwas getan werden muss. Die Sache ist die, dass wir es ohne Sie nicht schaffen. Das ist eine Tatsache. Und ganz sicher keine Höflichkeitsfloskel oder so. Wo kommt es her? Von irgendeiner beknackten Yuppie-Helikopter-Mutti, die ihren Kids keine Masernspritze geben will? Wäre es doch so. Ich hasse diese Schwachköpfe. Aber das sind keine Masern. Und so funktioniert die Welt auch nicht. Und es ist auch nicht Ebola oder Marburg. Es stammt nicht aus Fledermaus-Scheiße, die von Affen gefressen wurde, die dann wieder von irgendwelchen Idioten... Irgendein künstliches Zeug, Leute. Irgendwer hat das zusammengebracht. Absichtlich. Hey!
fertig! Ich weiß, was wir besprochen haben, aber ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Pass auf, denk an die Ratten. Wir haben tagelang Fallen aufgestellt und es hat funktioniert. Die ganze Kolonie vergiftet, aber die toten Ratten fingen an zu verwesen. Gestank und Insekten ohne Ende und wir mussten 2 Tonnen tote Ratten einsammeln und verbrennen. Ja, aber das waren Ratten. Das ist doch ganz was anderes. Ist es nicht? Es ist dasselbe. Es gibt keinen Platz mehr für die Toten und es gibt noch mehr, Tausende in den Häusern und auf den Straßen. Wenn niemand was dagegen tut, läuft es so wie bei den Ratten. Wir gehen heute Nacht. Bring Benzin mit. Ohne sie wären wir jetzt tot. Wir greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Da kommt noch mehr! Feindkräfte nähern sich. Irgendwas zeigt sie mir. Hier auf die andere Seite. Euch langsam töten. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Super Preise, super Ware. Kommen Sie und staunen Sie. Onkel Rick und seinem Wouldn't You Know It Podcast und Piratensender. Inzwischen weiß jeder über die JTF Bescheid, oder? Die Joint Task Force. Also Cops, Feuerwehr, Rettungsdienst, Nationalgarde, Reservisten. Die tun was. Presidential Directive 51 gehört? Nee, habt ihr nicht? Das ist nicht gerade das, was man auf dem Titelblatt der Post findet. Geheimer Machtübernahmeplan, um das sicherzustellen, was die... versteckte Regierungsagenten mitten unter uns befinden. Sobald Directive 51 in Kraft tritt, werden diese Agenten... Warnung! Verlassen des sicheren Bereichs! Geh mir aus den Augen! Zentrale an Division. Rikers haben eine Straßensperre 53. West und Broadway errichtet. Wir müssen sie wegräumen. Gut, auf jemand fahren!
LTF-Verstärkung angefordert. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Das ist unsere Stadt! Du schaffst das nicht mehr lange! Er starb! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ich erledige das hier! Er hat schwer verletzt! Ich bin das Ding nicht los! Er ist tot! Nicht da, lass ihn nicht aus der Deckung! Wir töten dich! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Gut, dass sie nicht auf uns schießen. Pass auf! Ihr habt Schwert an die Arschlöcher! Erste Granate! Das ist eine Lücke! Straße geräumt und dabei noch den Müll entsorgt haben. Wow, Sie haben da richtig gute Arbeit geleistet. Einige Menschen werden von den Rikers gefangen gehalten. Das sind die Fakten. Ich bin nicht in der Position zu beurteilen, ob die Geiseln in dieser gefährlichen Lage verzweifelt, aufgeregt oder erleichtert sind. Trotzdem möchten wir Sie bitten, sie aus dieser Lage zu befreien. Aus rein praktischen Gründen. Ich habe hier die tapfersten Männer und Frauen vor mir, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wir haben alle jemanden verloren. Aber sie sind trotzdem... Agent, ich weiß von einem Informanten, dass die Cleaners eine Mappe mit nützlichen Informationen besitzen. Auch wenn das Ich in der Biologie nur eine Illusion ist. Es stimmt, wir brauchen die Informationen. Aber ich bin nur der Übermittler der Anfrage. Die Stadt gehört jetzt mir.
kenne diese Ecke. Ich mach mir eine gute Zeit.
Deckung! Das wird ein leichter Sieg. Ist erledigt. Wir sehen uns in der Hölle! Geiseln sind nun frei. Frei ist derzeit natürlich ein fragwürdiger Begriff für alle Menschen in Manhattan oder auch ganz generell. Ich bin mir trotzdem sicher, dass sie dankbar sind. Dankbar im relativen Sinn, natürlich. Heilige Scheiße, vielen Dank. Ich dachte schon, ich wäre tot.
Ich weiß von einem Informanten, dass die Cleaners eine Mappe mit nützlichen Informationen besitzen. Auch wenn das Ich in der Biologie nur eine Illusion ist. Es stimmt, wir brauchen die Informationen. Aber ich bin nur der Übermittler der Anfrage. Schrei, so viel du willst. Das ist ziemlich simpel. Man braucht keinen Abschluss von einer schicken Uni, um zu begreifen, was hier vorgeht. Dieses Virus wird sich weiter ausbreiten, solange Infizierte frei herumlaufen. Und man kann so viele Zäune und Kontrollpunkte errichten, wie man will. Aber das hält es nicht auf. Wenn man es vernichten will, muss man es verbrennen und völlig zerstören, bevor es sich ausbreiten kann. Also, wir haben die Ausrüstung, um uns darum zu kümmern und den Mut zu tun, was sonst niemand angehen will. Es wird nicht leicht. Und die Menschen werden nicht verstehen, dass wir das für das Allgemeinwohl tun. Aber wenn alles vorbei ist und wir diese Seuche hier stoppen, werden sie uns danken. Was haben wir denn da? Ich kann nicht sagen, wie viel ich dir danke. Wer ist die Schlappe? Erfasse ein Echo in der Nähe. Vanguard, packen Sie ein und begeben Sie sich direkt zur Blackside Delta. Vermeiden Sie Feindkontakt und halten Sie sich zurück, solange es möglich ist. Verstanden. Vanguard Ende. Blackside Delta? Sind Sie von der CIA oder so einem Scheiß? Irgend sowas, ja. Thank you.
Eine unserer Nachschublieferungen ist in Gefahr. Ich schicke die Koordinaten. Schon interessant, wie wir unsere lebenswichtigen Dinge wie Waffen, Nahrung und Medizin nennen. Nachschub. Vielleicht damit es uns nicht so dramatisch erscheint, wenn wir eine davon verlieren. Es gibt also doch noch sowas wie Güte auf der Welt. Ni una jodida cosa. Seite zu kämpfen. Das war ein guter Kampf. Glück für die Stadt, dass sie auf unserer Seite sind. Achtung, wir haben gestohlene Medizingüter in einem Parkhaus bei der 53. West geortet. Wir brauchen Hilfe bei der Bergung. Ich bete für Sie. Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorräten? Danke. Die Ausbrecher machen auf der Lexington Party. Man hört sie auf eine halbe Meile Entfernung. Gott, bin ich müde. Steh dich! Alle sterben. Schieß, bis sie tot sind! Ja! Oh, das ist mir vergangen.
Komm schon, eliminiert die Waffe! Danke. Die Medikamente werden vielen Kranken helfen. Anton war ein guter Mann. Ich kannte ihn, seit er vor 6 Jahren zum Team stieß. Er war ein fleißiger Arbeiter, ein liebevoller Ehemann und ein stolzer Vater. Seine Töchter haben in ihm dasselbe gesehen wie viele von uns. Einen Helden. Trotz seiner persönlichen Verluste ist Anton stark und ein Teil von etwas Größerem geblieben. Er war sich seiner Verantwortung bewusst, immer zu tun, was er konnte. Und dafür danken wir ihm und gedenken seiner als Beispiel für uns alle. Wer sind Sie eigentlich? Amen.